Willkommen im Tutorial zum Programm PaintNet. Dies ist das Modul 5, in dem ich ein sehr einfaches, nützliches Werkzeug für bestimmte Probleme vorführe, den Cloning-Pinsel. Ihn kann man etwa super einsetzen, um störende Bildelemente aus einem Foto zu entfernen. Das kann ich euch an einem einfachen Beispiel schnell zeigen. Ich habe hier im Garten ein paar Blumen fotografiert. Ah, da ist aber auch wirklich ein blöder Eimer im Weg. Der muss weg. Nur wie? Wenn ich auf das Radiergummi gehe, so ein bisschen größer, dann dauert das so ewig. Dann kann ich den Eimer zwar schnell wegradieren, aber ich habe da noch ein Loch im Bild. Ist auch nicht besser. Das Problem ist ja, dass der Eimer was verdeckt, nämlich das, was dahinter zu sehen wäre. Vermutlich ist das auch Gras wie überall drumherum. Und das bringt mich schon auf die Lösung. Ich kann einfach einen Teil der Graslandschaft dahin klonen. Für überzeugende Ergebnisse ist ein bisschen Sorgfalt angesagt. Daher zoome ich mit Steuerung und Mausrad den zu bearbeitenden Bildausschnitt nah heran. Dann wähle ich das Symbol Klonpinsel aus. Das geht übrigens auch durch das Drücken der Taste L. Empfehlenswert sind meist eher weiche Ränder. Harte Kanten verraten Manipulationen ziemlich schnell. Also stelle ich die Pinselhärte auf einen geringen Wert ein. Ich mache den Pinsel noch ein bisschen größer, damit die Arbeit nicht zu lang dauert. Jetzt kommt der eigentliche Knackpunkt. Da, wo der Eimer ist, soll Gras zu sehen sein. Ich übermale den Eimer also einfach mit Graslandschaft, die an anderer Stelle bereits zu sehen ist. Die Software braucht dazu einen Ankerpunkt, wo sie diese Graslandschaft findet. Dazu drücke ich die Taste Steuerung und klicke einen geeigneten Punkt an. So, diesen Ankerpunkt kann ich übrigens jederzeit auch neu setzen. Dann gehe ich auf den Eimer und beginne mit gedrückter Taste zu malen. Okay, das wird jetzt ewig dauern, der Pinsel muss noch ein ganzes Stück größer sein. Aber jetzt, die Graslandschaft wird einfach übertragen und das störende Objekt verschwindet. Jetzt habe ich nicht aufgepasst und ein Stück von dem anfangs zu sehenden Eimer wieder hingemalt. Ist auch egal, ich setze einfach mit Steuerung und Klick einen neuen Ankerpunkt und mal es wieder weg. Ja, und ruckzuck ist der Eimer weg, alles gut. Geübte Bildbetrachter erkennen eventuell noch die Manipulation, nämlich daran, dass sich Bildbereiche wiederholen, so wie hier etwa der helle Lichtfleck. Wenn ich das verhindern will, setze ich nochmal woanders einen Ankerpunkt und verändere den Wiederholungsbereich ein bisschen. Fertig. Das Bild sieht überzeugend echt eimerlos aus. Ein bisschen Übung gehört dazu, aber es ist nicht wirklich schwer. Wenn ich euch helfen konnte, freue ich mich über ein Like oder einen positiven Kommentar oder gar ein Abo und verabschiede mich hier aus diesem Video schon wieder. Macht's gut, tschüss und viel Erfolg bei eurer Bildbearbeitung.